Hallihallo Freunde, da bin ich wieder, der NRW18. Ja, ich begrüße euch zum nächsten Teil, Jack Orlando, dem Let's Play, das mir sehr viele Probleme bereitet. Ihr habt es mit Sicherheit schon an meinem Hilfevideo auf meinem Kanal gesehen. Ich werde hier einfach nur bekloppt. Ich versuche jetzt ganz einfach mein Bestes mit dem, was ich habe, und vielleicht ist es irgendwie machbar, dass es dann auch akzeptabel ist. Wir machen jetzt erstmal hier in der Handlung weiter. Wir haben hier das Pferd, wo wir hier unten ein Hufeisen haben, was wir allerdings noch nicht nehmen können. Hufeisen sollen bekanntlich Glück bringen und davon kann ich im Augenblick jede Menge gebrauchen. Ja, wir versuchen es zu nehmen. Ja. Es gab schon bessere Ideen, als sich von einem Pferd treten zu lassen. So klappt's nicht. Also brauchen wir ein Hilfsmittel, das wir bei uns eigentlich direkt vor der Tür finden. Da haben wir noch eine Glasscherbe oder eine Glasflasche, einen Hals davon. Weiß der Geier, ob wir das brauchen oder nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Ja, und da ist die Spur wieder. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, könnt ihr das sehen. Sie geht weg. Herrlich, oder? Ich find's geil. Das gibt dem Spiel doch so eine persönliche Note. So, und weil wir gerade hier sind, gehen wir auch gleich hier rein. Ja, da ist er auch wieder. Sie begleitet mich jetzt. Ich nenne sie Sally. Ich nenne sie Sally. Dieser Schlüssel, der... Ah, da ist sie wieder. Meine heiße Spur. Dem Schlüssel können wir hier dieses Schränkchen öffnen. Hätte sie jetzt auch aufmachen können. Ja, und verzeiht mir, wenn im Spiel der Sound springt. Das hat damit was zu tun, weil ihr könnt es hier unten an der FPS-Zahl sehen, dass Fraps auf einmal die Aufnahme beendet und direkt wieder neu anfängt. Und wenn ich gerade in dem Moment was sage, ist dann blöd. Vorne ist noch eine Dose, die können wir mitnehmen. Hier ist auch noch was, was wir mitnehmen können. Das, wie gesagt, nicht, ob das für irgendwas gut ist, aber naja. So, dann geht er. Hier rein. Und dann holen wir uns mit dem Besen das Hufeisen. Das Hufeisen, das können wir direkt in die Boxhandschuhe stecken und erhalten somit eine eiserne Faust. Genau. So, mit dieser eisernen Faust geht es zurück in die erste Gasse. Das Spiel jetzt hier wieder langsamer wird, ist mir ein Rätsel. Gleich kommt Sally. So, dann geht's hier hinten rein. Und dann nehmen wir einfach die Kurbel. Dann schreit sie nach ihrem Sohn. Sieh dort! Lassen Sie das liegen! Biff! Biff, da geht jemand an deinen Wagen. Genau. Und eine total hellhäutige Frau hat einen total dunkelhäutigen Sohn. Hast du was verloren? So, und jetzt kommt es auf die richtige Antwort an. Ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Pass auf, dass er für dich nicht gleich zu Ende ist. Jetzt kommt was richtig Geiles. Regst du dich auf, dass man dich nachts so schlecht sieht? Was hast du da gesagt? Bist du schwerhörig? Das reicht jetzt, du Lackaffe. Du bekommst gleich meine Antwort. Und nun? Und nun haben wir die Kurbel. So ist's. Da sind wir fertig. Jetzt können wir eine Gasse weit... Hier erstmal die Zeitung, die ich ganz vergessen hatte, mitzunehmen. Die kommt ins Inventar und mit der Kurbel
können wir uns jetzt die Leiter runterholen. Woraufhin wir dann aufs Dach steigen können. Und hinauf. Wir schauen uns jetzt jede einzelne Sprosse an. Bis er ganz ist. So. So, und hier oben gibt es im Prinzip nichts anderes, außer diese Zigarettenpackung hier. Streichhölzer aus dem Club Nidogranis. Interessant. Interessant, interessant. Und wir können wieder nach unten. Und guck da, wer da kommt. Es ist Tom. Und da hinten ist auch wieder die Katze. Die verfolgt uns auch hier in dem Spiel. Was machst du denn hier? Meine Beinmuskeln. Ich habe gerade ein hübsches Mädchen durchs Fernglas bewundert. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Und? Hast du schon was rausgefunden? Ja, die Browns haben das Dach neu machen lassen. Gut, Jack. Diese Information führt dich bestimmt direkt zum Mörder. Ja, die Zeit rennt davon. Ich werde ihn mir am besten gleich schnappen. Warte. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Du solltest besser auf deine Autoschlüssel aufpassen. Die muss ich hier wohl verloren haben. Danke, Tom. Viel Glück, Jack. Und schau hin und wieder auf die Uhr. Ja, ja. Ist ja gut. So, da ist endlich unser Schlüssel. Hatte ich am Anfang noch richtig gesehen. Der ist nämlich auf den Boden gefallen. Den Boden der Tatsachen. So, der sammelt da jetzt noch Spuren. Wir können uns aber jetzt ins Auto setzen. Und... Ach, da ist er wieder. Okay. Rück meine Kurbel wieder raus. Kein Thema. Ich brauch sie nicht mehr. Ich werde es dir schon zeigen, du Lackaffe. Da ist Sally wieder. Boxerhandschuhe waren eine ganz linke Sache. Mal sehen, ob du es auch ohne packst. Wenn du dich nochmal hier blicken lässt, gibt's was auf die Glocke. So viel Stress wegen einer alten Kurbel. Oh. Nächstes Mal lasse ich mir was Besseres einfallen. Na, nächstes Mal. Ja, ihr habt es mitgekriegt, es ist Abend geworden. Oder Nacht. So, und mit unseren schicken Schlüsseln. So, einmal Jax. Ah! Sally, was machst du? Schnell weg, radieren hier. Wir haben hier den Hafen, Stadtmitte und Franks Werkstatt. Wir wollen erstmal zur Stadtmitte. Also, Attacke! Angekommen. Ich glaube, dann können wir hier erstmal was nehmen. Kann das sein? Im Kattenclub. Ja, das war eine Rose, genau. Einfach mitnehmen. Mach die da. Wünschen Sie Rosen oder Tulpen? Ich möchte Sie nach etwas fragen. Fragen Sie ruhig.
In der Stadt geschehen merkwürdige Dinge. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Wenn keine Kunden da sind, lese ich Bücher. Wenn ich lese, bin ich so in das Buch vertieft, dass ich nicht mitbekomme, was um mich herum passiert. Sicher. Bücher können ein weiser Führer im Leben sein. Man kann in ihnen Antworten auf viele Fragen finden. Wie recht Sie doch haben. Vielen Dank. Vielleicht kaufen Sie das nächste Mal Blumen. Ja, ja. Man kann ich ja vielleicht die Zeitung aufs Auge drücken. Warum wollen Sie mir das geben? Dann eben nicht, du undankbares Weibstück. Warum wollen Sie mir das geben? Nein. Okay, reden wir mal mit ihm da hinten. Hallo. Hab viel von Ihnen gehört. Lassen Sie mich in Ruhe. Möchte keinen Ärger haben. Woher kennen Sie mich? Die Welt ist klein. Viele Leute wissen viel. Na toll. Danke für die Information. Da geht's nicht weiter. Da. Oh, da kann man zu Fuß hin. Ah, er wieder. Neuerdings bist du ja überall, Orlando. Woher kennst du meinen Namen? Zu deinem Unglück kenne nicht nur ich deinen Namen. Was willst du damit sagen? Genau das, was ich gesagt habe. Wie wär's mit Klartext? Gerne. Du solltest es dir nicht mit einflussreichen Leuten vermischen. Klar, Orlando? Soll das denn? Du schnüffelst immer noch rum, Orlando? Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Und ich habe auch nicht die Absicht. Und ich habe nicht vor, meine Zeit mit dir zu vergeuden. Schade. Aber du bist ja auch nicht gerade ein freundlicher Typ. Aber wir müssen alle irgendwann mal sterben, nicht wahr? Worüber redest du eigentlich? Dass es um jeden schade ist, den man Betonschuhe verpasst. Okay, kommen wir später zu. Ich will jetzt erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Und da war Sally wieder. Okay. Fenster. Nein. Ein Lüftungsgitter. Ein Hydrant, ganz sicher. Die Tür ist verschlossen. Führt höchstwahrscheinlich zu den Verkaufsräumen oder Büros. Ach. Nein. Geschlossen. Wieso bloß? Das war aber jetzt gerade eine andere Sprache, oder? Hier. Okay, oder haut einer ab. Freunde, ich mache jetzt den Schluss, lade die Teile hoch, die Zeit ist erreicht und dann hoffe ich mal, dass es auch so bald als möglich dann auch hier wieder weitergeht. Also bis dahin, NRW bei 18, adieu.